Hallo Leute, hier ist der Michel. Willkommen zurück bei Dirt Rally an diesem Mittwoch. Die dritte von vier Folgen mit der Rally Schweden. Ja, wir sind in Värmland und heute geht's auf die Stage Östra Hinsjön, so rum. Da haben wir Nachmittag und Schnee. Ja, wir waren wirklich hier von Nebel verseucht. Man sieht's. Den Start noch bei Nacht. Da hatten wir immer Bewölkung, Schnee, Nebel. Jetzt geht's mal wieder nur in den Schnee, wo aber auch Nebel immer inbegriffen ist. In diesem Sinne gucken wir einfach mal, ob es zwischendurch immer wieder ein bisschen freundlicher wird. Hier sehen wir zwischendurch auch wieder Nachtstages. Zumindest eine haben wir noch. Die sehen wir dann auch direkt heute im Anschluss. Das ist dann die siebte. Also heute gibt es dann 7, 8 und 9. Wir sind also genau in der Halbzeit. Und der momentane Zwischenstand, den zeige ich euch natürlich nochmal. Ja, zweiter Platz momentan. Aus eigener Kraft an der Spitze soweit auch bisher nur einer ausgefallen, der aber auch hinter uns war die ganze Zeit. Das ist Kinley auf Platz 11. Im Cosworth ebenfalls. Ansonsten haben wir Koppel und Zao, die uns die Hölle heiß machen. Nach hinten raus, Platz 4 wird es schon ein bisschen angenehmer. Das Polster. Geil, der Schnee da hinten aus. Ihr guckt euch das mal an, hinter dem Menübereich. Wie so ein echter Eisklotz da. Richtig geil. So, Reparaturen. Das Auto müsste eigentlich wieder komplett in Schuss kommen, ja. Da ist halt die Rallye Schweden sehr, sehr verzeihend, was das angeht. Weil wenn wir mal einen Unfall haben und mal einen Fehler machen, dann landen wir meistens in der Snowbank. Jetzt heißt es aber heute erstmal wieder Konzentration. Wir müssen, wie gesagt, das sind 18 Sekunden, die ich würde ich mir ganz gerne eigentlich schon noch wieder wiederholen. Ja. Und wenigstens den Abstand auf Zao wieder vergrößern, auf den dritten Platz. Man kann natürlich auch noch ein bisschen auf Ausfälle hoffen, aber das haben wir halt nicht in der Hand. Ne? Wir müssen wirklich schnell fahren, wir haben immer noch den Druck. Ja, die KI ist bei der Sache auf jeden Fall. Ganz knapp nur hier die Führung und die Stage super eng. Viele kleine gefährliche Sprünge. Da geht einem so schnell auch mal die Straße aus und dann hängt man da. Zwei, dreimal haben wir das erlebt, die letzten beiden Tage hier. Dass der Kossi sich da durchaus mal einer eingefangen hat und sich weggedreht hat. Das lässt sich auch hier nicht ganz verhindern. Egal wie gut man das Terrain kennt, Achtung, hier ähnliche Situation. Dazu auch die Sicht natürlich sehr bescheiden. Da bin ich doch schon zweimal gewesen, in diesem Sprung. Achtung. Da werden wir gut aufgefangen vom Eistunnel. In Schweden, in Finnland wäre das schon ein Abflug gewesen, glaube ich. Da werden wir echt in den Folgen 1 und 2 durchaus mal Etappen dabei. Gerade am Anfang, in den ersten 4-5 Etappen der Rallye, wo man noch richtig Zeit gut machen konnte, aber das hat sich mittlerweile erledigt. Die KI hat sich so ein bisschen gefangen. Im Gegensatz zu Deutschland war ja auch schon tatsächlich Stage-Wins hier eingefahren. Ist in Deutschland uns versagt geblieben und wir verdienen wieder 8 Sekunden. Also das ist langsam wirklich das Eis dünn, glaube ich. Mit ein bisschen Pech haben wir jetzt hier auch tatsächlich den dritten Platz verloren. Koppel. Nee, Zao ist raus. Zao ist raus. Ein Hauptkonkurrent verabschiedet sich aus dem Kampf ums Podium. Das ist schade. Ja, Zao, da sehen wir ihn. Der verliert hier 8 Plätze, ist auf Platz 11 zurückgefallen. Ja, es gibt uns natürlich ein bisschen Sicherheit, aber auch nicht zu viel Sicherheit. 20 Sekunden sind auch schnell weg. Wilson auf den Fersen. Koppel, der einzige wirklich Konkurrent, den wir vielleicht noch einholen können. Aber da müssen wir jetzt wirklich. Da müssen wir wirklich jetzt schnell fahren. Da muss ich mich konzentrieren, damit wir den noch bekommen. Nachtstage, Hamra, 12 Kilometer, wow. Die längste bisher. Naja, doch nicht ganz. Eine 12 hatten wir schon. Eine 12 hatten wir, glaube ich, schon.
Ja, die hatten wir schon hier, die Nebelstage, die 12,1. Das ist Hamra. Mal das Layout ein bisschen angucken, okay. Am Anfang sehr schön kurvig und so. Sehr, sehr viele Kurven. Dann wird es ein bisschen gerade. Dann kommt hinten nachher irgendwann nach dem zweiten Split. Müssen wir aufpassen. In der Mitte kommt dann so ein Knick. Da muss ich auf jeden Fall schon mal vorbereitet sein. Das werde ich nicht zu spät ansetzen dann. Na gut, Schnee und Nacht. Das wird interessant. Ich bin ruhig. Danach wieder die Möglichkeit, auch das Auto zu reparieren. Jetzt fehlt nur noch Nebel, dann ist die miese Sicht komplett. So weit links, so weit links. Ach, das ist der Abschnitt, den wir schon auf Stage 1 gefahren sind hier. Links 5 über Welle 40. Rechts 3 halb lang über Kuppe. Rechts 3. Oh, 9000stel nur. Links 4 lang. Ganz, ganz eng. Macht zu bis 300. Links 3. Rechts 5 macht zu bis 3. Kuppe, Welle 40. Links 4 lang 60 über Welle. Was? Ist holprig. Rechts 6, lang, mach zu, bis 4, über Welle 40, Kuppe 100, über Kreuzung. Links 4, über 80 und mach zu, über Sprung. 150, über Welle. Rechts 5, lang, über Kuppe. Gerade so. Also bei dieser Sicht einfach hier mit Nacht und Schnee, das ist echt hart. Irgendwo müssen wir Zeit gut machen, irgendwie. Wo ist denn jetzt die Scheißkurve? Ach, die hier, Bremsen vor Haus, okay. Das andere Haus schon gedacht. Das ist wie gesagt hier die Mitte der zweiten Split mit dem Knick. Jetzt wird es ein bisschen schneller, glaube ich. Müssen wir auch so einen Rieh aus dem Busch bringen, das wäre noch die Härte. Das gab es ja wirklich bei Dirt Rally, das wurde sehr rausgenommen, weil die Peter sich beschwert hat oder irgendeine andere Tierschutzorganisation. Man konnte ja zumindest in Wales, glaube ich, Eichhörnchen überfahren. Aber da musste man wirklich schon einen Lotto-Gewinn haben. So hoch war die Chance, eins davon zu treffen. Bleiben zumindest jetzt am Abstand dran von 9 Sekunden, aber ich weiß nicht, wie ich hier noch was gut machen soll. Die KI hat wirklich das Tempo erhöht, ganz klar. Ich komme da nicht raus, jetzt. Das Auto rutscht einfach in Richtung des Schnees, leider. Dass wir sobald in unseren laufenden Meisterschaften keinen Hecktriebler mehr haben.
gibt es ja dann alles nur noch moderne Allradklassen. Ja gut, bis auf die Kit Cars, aber da überlege ich wirklich, ob ich die fahre, weil die machen nicht so viel Fehls. Die sind so schön zu fahren. Diese kleinen 280 PS Fronttriebler. Den Peugeot 308 Maxi da und so. Sie hat Ibiza Kit Car. Boah, ich sehe ja gar nichts mehr. Wird immer schlimmer, das Split-Best-Zeit. Ganz knapp zumindest. Boah, jetzt ist auch noch Schneeuntergrund. Wenigstens war noch die Fahrbahn vorhin eben so ein bisschen schwarz. Wegen dem Kies und so, aber... Ja, solche Fehler verzeiht Schweden halt, das ist das Gute. Aber langsam wird es echt nicht mehr... Oh Gott, jetzt ist die Sicht. Die Sicht. Mach zu. Ja, ich hab's gehört. Ich muss halt wirklich jetzt nach Pace Notes fahren, anders geht's fast gar nicht. Hier machst du was mit. Wir sind kurz vorm Ziel, jetzt keinen Scheiß mehr machen. Da geht's einmal noch in den Kasten. Aber wir ziehen das Ding jetzt bis zu Ende durch. Ich glaube, die Lampe ist gerade kaputt gegangen. Gut, dass jetzt da die Reparatur kommt. Also, Koppel setzt sich weiterhin ein Stückchen ab. Wilson kommt ein bisschen ran. Das ist aber alles noch soweit ganz gut. Wir können mal ein bisschen in die Wiederholung reinschauen. Man sieht nicht viel, außer ein paar fetten Leuchten. Fetten Rallye-Scheinwerfern. Also, ich glaube, in Anbetracht der Sichtverhältnisse hier und auch technisch war die Etappe nicht so wirklich einfach, kann man da, glaube ich, sehr zufrieden sein mit dem, was hier abgeliefert wurde. 10 Sekunden verloren auf die Spitze, 12, okay. Aber immer noch den zweiten Platz gehalten. Ja, jetzt wird es langsam echt schon eng. Ja, 30 Sekunden, das ist schon eine echte Welt und die kriegst du so auf den letzten Etappen auch nicht mehr im Guten eingeholt. Also jetzt überleg mal, 4 Etappen haben wir noch. Das wird echt heftig. So, jetzt haben wir Elk Sjön. Hatten wir nicht schon mal Elk Sjön? Ja, ein Elk Sjön mit E. Wahrscheinlich heißt es einfach nur Alk Sjön. Nicht Elk Sjön. Ja doch, ist ja ein R vorne. Okay. Klingt genauso. Aber wir dürfen reparieren. Hammer haben wir überstanden. Haben wir überhaupt noch eine lange jetzt? Haben wir noch eine längere? Nee, wir haben jetzt nur noch 4 Kleine. Das ist ja nett. Das ist schön. Na gut, die sind so mittellang, ne? Diese 7er. Das ist hier nochmal der Abschnitt mit der engen Kurve hinten. Das ist nochmal ein kleiner Teilabschnitt von dem, was wir gerade gefahren sind. Genauer gesagt sogar der Anfang umgekehrt. Okay. Alles klar. Erstmal schauen. Reparatur. Ja, da ging ja ein bisschen mehr kaputt, aber wir können den Escort nach wie vor voll reparieren. Wir haben auch wirklich ein tolles Team jetzt. Ne? Wir haben ja stark geupgradet nach Deutschland. 5, 4, 3, 2, 1... Auf den Punkt den Start getroffen. Ja, wenn wir jetzt nochmal wirklich eine Hammerzeit raushauen, dann ist vielleicht noch Hoffnung da. Immer noch Schnee und Nebel. Das lässt uns nicht mehr los. Rechts
Links 3, nicht schneiden. Kuppe 60. Rechts 6, 80. Rechts 6, über Welle, über 80. Links 6, lang, über Welle, 80. Über Welle, Achtung, rechts 6, über lange Kuppe. Links 6. Ich sag mal so, das mit dem Getriebe ist bei dem Escort für mich immer noch so ein bisschen ein kleines Rätsel, weil der hat halt 7 Gänge, aber diesen 7. Gang, wann brauchst du den denn schon mal? Hätte man sich meiner Meinung nach bei diesem Auto hier sparen können. Vielleicht in Finnland, ich bin mal sehr gespannt, ob wir den irgendwann mal brauchen. Ich denke mal auch in Finnland nicht, weil irgendwann ist immer der Moment erreicht, wo du dann runterschallst. Scheiße, jetzt haben wir die Kurve wirklich verhauen. Hopp. Ah, komm. Ja, nicht dramatisch. Da müssen wir auch vorsichtig sein auf den Wilson, ne, der hinter uns ist. Auf einmal ist der nämlich da und dann haben wir das Problem. Der ist im 5. halt hier schon relativ ausgelastet. Holzstapel haben sie aus Wales hier abgelegt. Gibt's ja auch so ein paar. Genau, das ist hier der Stückchen nach oben. Zwischendurch wirklich mal schon 10 Sekunden geführt, ne? Aber Scheibe. Oh, jetzt hätte ich fast gehangen am Schneeberg da. Mit Karacho schnell wieder mit Schwung wieder raus, aber ja, jetzt haben wir wieder unser Frontscheibendesign von Deutschland. Da sind wir auch die ganze Zeit, glaube ich, mit der gesplitterten Scheibe gefahren. Das hat natürlich jetzt nochmal wieder ein bisschen Zeit gekostet. Ich habe gerade noch über Wilson gesprochen, den wir da auf jeden Fall nicht näher kommen lassen dürfen. Wieder den Kasten mitgenommen. Das war die letzte Stage für heute. Mal sehen, was das fürs Gesamtergebnis bedeutet. Ich werde aber vorher mal... Nee, Wilson kommt nicht dran. Okay, ist schon mal ganz gut. Also Wilson doch nicht näher gekommen. Das ist schon mal auf Distanz gehalten. Das ist schon mal in Ordnung. Ja, Kinley ist extrem schnell geworden im Laufe der Rallye, aber der spielt keine Rolle mehr. Der ist halt zu weit hinten. Nochmal ein paar schöne Bilder hier aus dem Wald. Ja, mit der Rallye Deutschland waren wir dann ja soweit durch. Nicht mit der Rallye Deutschland. Mit dem Thema Rallye Monte Carlo WRC-Saisonstart. Habe ich ja in den letzten beiden Folgen ein bisschen drüber gesprochen. Ja, habe ich da noch irgendwas vergessen? Ich überlege gerade so ein bisschen, worüber ich geredet habe und was vielleicht noch fehlen könnte zum WRC-Saisonstart. Ja, weil die Frage immer wieder auch kommt natürlich, wie kann ich die WRC verfolgen? Also ich mache es mal über WRC Plus. Ist halt dieses Angebot von der WRC für 4,99 € im Monat, hast du halt Zugriff auf die ganzen Live-Stages. Das sind dann pro Rallye meistens 2 bis 3. In Monte Carlo waren es die Stage 1, dann die Stage 14 und die Stage 16, also die letzte. Und du hast halt die ganzen Tageszusammenfassungen, die Highlights in voller Länge, ohne Werbung natürlich alles auch. Immer so die 25-Minuten-Clips, die immer zu jedem Rallye-Tag sind, das sind immer 3. Du hast zwischendurch mal Specials, du hast halt auch On-Demand, wie gesagt, die Live-Etappen. Und was auch ganz cool ist, du hast diese Onboard-Features. Du kannst dir also die Onboards angucken und auch Vergleiche und sowas machen, so Onboard-Vergleich. Da starten dann beide Videos gleichzeitig auch. Das ist alles ganz nett. Also für mich als rein als Rallye-Fan lohnt sich das total. Also ich nutze das auch. Über den Winter gab es dann, wie gesagt, die ganzen Specials, sowas wie kleine Dokumentationen auch, ne, über Colin McRae, über die verschiedenen Ära, keine Ahnung, verschiedenen Zeitepochen,
der Rallye-Weltmeisterschaft. Ja, kann man sich auf jeden Fall geben. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Mir gefällt es sehr gut. Ansonsten hat auch Sport 1 zum Beispiel die erste Etappe übertragen. Auch bei Sport 1 gibt es dann die Tageszusammenfassung mal relativ spät am Abend. Habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht angeguckt. Kann ich auch nichts über die Qualität zu sagen. Also, aber auch da kann man sicherlich, wenn man informiert sein will, kann man sich das da auch angucken. Ja, das soweit zu dem Thema, wie man sich das anschauen kann. Dann gibt es noch die kleinen Clips immer, die Stage-Clips auf dem WRC-YouTube-Channel. Da sind dann die ganz verdichteten Informationen zu finden. Zu den WRC-Events. Und ja, dann freue ich mich auf eine weitere Saison. Noch 13 Stationen, neues Jahr auf Turnier Rallye China. Im September ist die. Na gut, das war unsere dritte von vier Folgen. Morgen gibt es dann das große Finale hier bei der Rallye Schweden. Da gilt es dann einfach, diesen zweiten Platz zu halten. Nach vorne geht, glaube ich, nichts mehr. Und schauen, wer noch ausfällt. Ja, in diesem Sinne, bis morgen. Wenn es euch gefallen hat, nehme ich nach oben. Tschüss.